gelten Digga, wie laut ist das, Digga? Ausgangsbeschränkungen. Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen sie auch zusammenleben. Außerdem gilt ein striktes Versammlungsverbot. I got myself into a little situation. Can't seem to get away from it. Also wenn das sein Garten ist, dann Bruder, Respekt, armer Naube. Digga, wie viel Aufwand und wie viel Liebe hinter diesem Intro schon steckt, ne? Zu krass. Diesen Red Bull Kühlschrank im Übrigen wollte ich mir eigentlich kaufen. Ich wollte eigentlich hier hinten, ne, so eine fette Red Bull Dose haben als Kühlschrank. Ich schwör. Wieso hast du den nicht gekauft? Ja, weil halt keiner da war, der in einem guten Zustand war und so. Weißt du, was ich meine? Yo, guys. Can you help me real quick? Sure. Einfach auf dem Dach, Junge. Digga. Der arme Alter, wenn er einmal hinfällt, macht er seine ganze Hauswand und so kaputt. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Ach so. Ach, Border wird jetzt auch noch, oder was, Alter? Ich dachte, er macht einfach jetzt die Scheibe kaputt, Digga. Der springt da hoch? What the fuck, Mann? Mit so wenig Anlauf? Digga, dieser Pool ist frei mies klein. Wie schafft er das, Digga? Wild. Das ist sowas, was ich gemacht hätte. Was kommt jetzt, Digga? Nein, der Typ ist behindert im Kopf, ich schwör. Digga, was ist denn mit ihm schief, Junge? Stark. Was? Was? Digga, ich wollte eigentlich so ein... Digga, warum habe ich jetzt den Untertitel angemacht? Ich wollte mir so ein Trampolin auch mal kaufen, ne? Weil ich liebe ja Trampolinspringen und so. Aber diese Trampoline, die kosten so viel, Junge. Da kostet so ein Ding
locker 5 bis 10.000 oder so. Ja, ich habe auch ein Trampolin im Garten, aber halt dieses Billo-Trampolin. Bei dem Trick hätte ich vielleicht Peace-Schiss, dass der mit der Spitze in meinen Reifen reinwirft. Ah. Hä? Was ist das für ein Kühlschrank, Digga? Den kenne ich doch irgendwo her. Hä? Komisch. Walla, bitte springe ich auf sie, bitte. Digga, ich hätte frei so Schiss, gell, dass der genau neben mir springt. Was sind denn das für Dinger? Was? Was? Digga! Was? Der kann das Loch echt gut treffen. No homo. Digga, krank, Junge. Überkrass. Oh ja, Mann, darauf hätte ich auch Bock. Darauf hätte ich so Bock. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Den ganzen Tag. Ich schwör's euch. Den ganzen Tag hoch aufs Dach gehen, dann die Matratze wieder, also auf die Matratze springen, dann wieder runter, dann die Matratze wieder hochschieben, dann hochklettern, wieder vom Dach aus runterspringen. Das würde ich den ganzen Tag lang, könnte ich das machen. Das kann ich auch noch. Genau davor hätte ich nämlich Angst. Genau davor hätte ich Angst. Ah, sick, Digga. Einfach, einfach Reifen gefickt. Dr. Fabian Winkler. So. Was? Das war ja laut! Das war total laut! Ha, sick dir, Digga! Stark! Stark! Ja! Das ist zu wild! Oder noch? Zu krass! Schau hier! Schau hier! Echt? Selbst zu isolieren, das bedeutet soziale Kontakte ausschließlich. Sick, Digga. Oh, Junge. Junge. Ey, der Typ ist ehrlich zu krass. Wirklich, der ist zu krass. Der ist echt ein heftiges Talent.
Digga, und auch wenn viel, wenn es viel Kritik gibt gegenüber Red Bull, weil wegen, okay, er macht jetzt schon extrem ins also schon extrem so, was der macht so, und da kann er schon theoretisch, könnte er auch mal drauf gehen oder sich echt extrem hart verletzen, aber es gibt auf jeden Fall heftigere Sportarten, wo Red Bull halt auch unterstützt, wo diese ganzen Stuntmänner halt auch, wo viele Stuntmänner auch draufgegangen sind und Red Bull das dann halt so richtig vertuscht hat. Aber trotzdem sage ich euch ganz ehrlich, ich finde es cool, dass Red Bull solche Leuten, so wie ihn, eben supportet, Digga, und unterstützt, beziehungsweise das Ganze halt natürlich möglich macht, ne? Weil hätte der einen normalen Job, Digga, dann hätte er nicht die Zeit dazu, das zu machen, weil so ein Video, das sind jetzt 7 Minuten 26 und ich schwör's euch, die haben locker, waren die 2 bis 3, wenn dann sogar, wenn nicht sogar 4 Wochen an dem Video dran. Glaubt's mir, das ist echt extrem lange, wie die, dass sie da dran saßen an einem so einem kleinen Video. Und ehrlich, richtig verdient, Digga, das. Und finde ich halt, wie gesagt, cool, dass Red Bull solche Leute wie den unterstützt. Und das ist krass, Digga. Ich dachte einen Tag, ja. Leider nicht, Digga. Aber krass. Sehr krankes Video, Digga. Überschiss.